Ursprünglich stammt die Familie Hartmeier aus dem Luftkurort Bennigenstein in Sachsen-Anhalt. Versehen mit dem Beinamen Stadt Oberharz am Brocken ist dieser ein Geheimtipp für Urlauber, die lieber etwas ruhiger und abseits der touristischen Schwerpunkte logieren. Der berühmte Boxer Max Schmeling ist hier übrigens Ehrenbürger und erhielt sogar ein Denkmal. Unsere Besuche bei Freunden und Verwandten im Harz begannen bereits lange vor der Wiedervereinigung Deutschlands. Aber bis 1989 verlief unweit von Bennigenstein die Zonengrenze der DDR mit ihren Minenfeldern und Todesstreifen. Dies ist das ehemalige Haus meiner Großeltern Auschrath. Hier lebten auch meine Eltern und ich bis zu unserer Flucht in den Westen 1958. Ursache der Republikflucht war die brutale Enteignung des Hartmeierschen Privatbetriebes durch die DDR-Behörden. Dieses Haus, damals noch mit Tankstelle und Kfz-Werkstatt versehen, gehörte meinen Großeltern Hartmeier. Nach der unrechtmäßigen Enteignung klingelte vorn die Volkspolizei, um meinen Großvater auch noch zu verhaften. Der kletterte jedoch mit seinen 70 Jahren in seinen Pantoffeln hinten aus dem Fenster, huschte über den Hof und sprang diese Mauer hinunter. Er versteckte sich im damals dichten Gebüsch, um dann in der Dunkelheit ungesehen zu Fuß über die nahe Zonengrenze in den Westen zu entkommen. Auf dem sagenumwobenen Blocksberg nach fleischfressendem Pflanzenausschau zu halten, stand schon lange auf unserer Agenda. 2013 sollte es endlich klappen. Wir waren hocherfreut, als der Bennigensteiner Chronist Jürgen Kohlrausch überraschend anbot, uns eine versteckt liegende Stelle mit Sonnentau zu zeigen, gar nicht weit entfernt vom alten Heimatort. Das kleine, aber feine Hochmoor liegt nahe der ehemaligen Sperrzone längs der Zonengrenze. Wahrscheinlich blieb es gerade deswegen bis heute unberührt. Es klingt paradox, aber tatsächlich erstreckt sich in Deutschland entlang des 1400 Kilometer langen ehemaligen Todesstreifens inzwischen ein schutzwürdiges, als grünes Band bezeichnetes Areal. Es ist außergewöhnlich reich an seltenen Tier- und Pflanzenarten, die ausgerechnet zwischen Selbstschussanlagen und in Minenfeldern ein Refugium fanden, unberührt von Landwirtschaft, Urbanisierung und Straßenbau. Obwohl Jürgen Kohlrausch schon seit 20 Jahren nicht mehr hier war, findet er schnell einige schöne Exemplare des rundblättrigen Sonnentau. Botanischer Name: Drosera rotundifolia. Die häufigste Art der Gattung in der nördlichen Hemisphäre. Sein Verbreitungsgebiet reicht von Nordamerika über Europa und Sibirien bis hin nach Japan.
dass es sich hierbei um eine fleischfressende Pflanze handelt, die Beute anlockt, fängt und verdaut, publizierte kein Geringerer als der große Charles Darwin bereits 1875. So wie wir war auch Darwin äußerst fasziniert von diesen raffinierten pflanzlichen Räubern. Natürlich freute ich mich jetzt zusätzlich, diesen schönen Sonnentau gar nicht weit von meiner ehemaligen Heimatstadt Bennigenstein filmen zu können. Wer den mit 1141 Meter höchsten Berg Norddeutschlands besuchen will, gelangt auch vom Bennigensteiner Bahnhof aus bequem mit der nostalgischen Brockenbahn bis zur Endstation auf der Brockenkuppe. Lange war der Berg unzugängliches Sperrgebiet, von wo aus die sowjetische Armee in den Westen lauschte. Aber nur kurze Zeit nach dem Mauerfall, am 3. Dezember 1989, erzwangen ein paar hundert Harzfreunde die Öffnung des Brockentores, um auf die Kuppe zu gelangen. Tatsächlich räumte das Militär den Posten bald darauf. Von der Kuppe aus erkennen wir am Wollgrasbewuchs schon das erste kleine Hangmoor. Das ganze Gebiet gehört heute zum Nationalpark Harz und das Verlassen der Wanderwege ist zum Schutz der empfindlichen Vegetation ohne Sondergenehmigung strikt verboten. Das Klima ist hier mit einer Durchschnittstemperatur von etwa 4 Grad Celsius sehr rau und an über 300 Tagen im Jahr liegt die Kuppe im Nebel. Das sind ideale Bedingungen für alpine Pflanzen aus aller Welt, die uns Gunter Karste vom Nationalpark Harz im sehr schön angelegten Brockengarten zeigt. Dieser ist von Mai bis Oktober jeweils um 11.30 Uhr und 14 Uhr auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Wir sind von der Blütenpracht dieser auf Kälte adaptierten Pflanzen ganz begeistert. Folgt man dem Wanderweg um die Kuppe, gelangt man unweit des Brockengartens an eine Formation aus Granitfelsen, die als Teufelskanzel und Hexenaltar bezeichnet wird. Hier treffen sich der Überlieferung nach in der Walpurgisnacht die Hexen auf ihren Besen reitend, um bei einem wilden Fest den letzten Schnee vom Brocken zu fegen. Hallo ihr Lieben, also das magische Kraut aus dem Brockengarten ist ja echt geil. Ich kann euch sehen und hören. Ich will gar nicht lange stören, aber wo finde ich denn die Fleischfresser auf dem Blocksberg? Oh, der Hartmeier filmt wieder. Das muss ich gleich auf YouTube gucken. Hallo Siggi, also der Chef ist weg. Da könnte ich ja mal Pause machen. Folge dem Weg und meinen Zeichen. Dann findest du bald das geheime Moor der Fleischfresser. Danke, liebe Hexe. Das ist wirklich nett. Ich gehe schon mal vor in den Wald. Der Nationalpark Harz bietet heute auf einer Fläche von knapp 250 Quadratkilometern zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum, darunter auch Luchs und Wildkatze.
Hier hat man begonnen, die für den Harz typischen Fichtenplantagen der Holzwirtschaft durch Auflockerung und Beimischung von Laubbäumen wieder in einen naturnahen Wald zu verwandeln. Die Devise lautet jetzt, die Natur Natur sein lassen. Damit gehören auch Borkenkäfer und moderndes Holz, aus dem neues Leben sprießt, wieder zum natürlichen Kreislauf. Ah, schaut mal, jetzt geht's da lang. Die Bergwiesen im Hochharz sind sehr artenreich. Nicht selten finden sich darauf um die 100 verschiedene Farn- und Blütenpflanzen. Die kräuterreichen Wiesen sind die Lebensgrundlage einer Vielzahl von Insekten. Hier gedeihen auch einheimische Orchideen, wie das hübsche gefleckte Knabenkraut. Bald finden wir auch die ersten Fleischfresser auf dem Blocksberg. Das gemeine Fettkraut Pinguicula vulgaris fängt mit Fangschleim produzierenden Tentakeln auf seinen Blättern kleine Gliedertiere, die dann verdaut werden. Auch diese Karnivore überlebt die Kälte des Brockens in Form einer frostfesten, auch Hibernakel genannten Winterknospe, zu der sich die Pflanze im Herbst zurückbildet. Den Zeichen nach scheint da drüben links das geheime Moor zu sein. Tatsächlich finden wir ein versteckt liegendes Hangmoor, aus dessen Zentrum eine sehr schöne Population Fleischfresser rot hervorleuchtet. Bei Untersuchungen der Tentakel von Drosera rotundifolia stießen wir vor Jahren auf eine interessante Besonderheit, die den anderen beiden einheimischen Sonnentau fehlt. Ausgewachsene Pflanzen besitzen am Blattrand, wenn auch eher selten, eine äußere Tentakelreihe ohne Leimtropfen. Deren Tentakelköpfe bestehen aus einer flachen Unterseite und einem trockenen, erhabenen Zellkissen auf der Oberseite. Das bezeichnen wir als Schnelltentakel. Sie können sich relativ schnell zur Blattmitte hinbewegen und finden sich meist bei Drosera mit Bodenrosette. Hier zum Vergleich der Bennekensteiner Sonnentau mit Leimtentakeln am Blattrand. 1994 filmten wir den Vorgang erstmals bei der australischen Drosera burmannii. Dabei wird deutlich, dass die spezialisierten Tentakel die Beute im Bereich von etwa 10 Sekunden auf das klebrige Blattzentrum heben können und sie dort regelrecht fixieren. Eine wirksame Strategie, Beutediebstahl durch Ameisen zu verhindern. Rekordhalter ist bei den Schnelltentakeln die ebenfalls in Australien heimische Drosera glanduligera. Bei einem gemeinsamen Projekt mit der Plan Biomechanics Group der Universität Freiburg konnten wir mit einer Hochgeschwindigkeitskamera nachweisen, dass die Art Beutetiere, welche die weit ausladenden Schnelltentakelköpfe berühren, in 75 Millisekunden in das klebrige Zentrum der Falle katapultiert. Angeregt durch die Aufprallenergie der Beute wird diese anschließend von den Leimtentakeln auf der Blattoberfläche in eine zentrale Verdauungsmulde transportiert. Auch das geschieht innerhalb von 1 bis 2 Minuten. Den einzigartigen Fangmechanismus publizierten wir 2012 gemeinsam mit dem Team der Uni Freiburg bei der Wissenschaftsplattform PLOS One als eine Katapult-Leimfalle. Drosera glanduligeras Schnelltentakel bewegen sich damit schneller, als die Blatthälften der berühmten Venusfliegenfalle zuklappen.
Aber zurück auf den Brocken. Wann und wie oft der rundblättrige Sonnentau überhaupt Schnelltentakel bildet, ist noch nicht bekannt. Das herauszufinden wäre daher sicher ein interessantes Studienobjekt. Nach einem sehr eindrucksvollen und erfolgreichen Tag bei den Fleischfressern auf dem Blocksberg wird es jetzt Zeit, Abschied zu nehmen. Die wegweisende Rolle der freundlichen Brockenhexe übernahm in der realen Welt Dr. Gunter Karste vom Nationalpark Harz, bei dem wir uns dafür nochmals recht herzlich bedanken. Gegen Abend kehrten wir nach Bennigenstein zurück und beendeten den abenteuerlichen Tag standesgemäß bei einem erstklassigen Essen im Restaurant Hexenhaus.